Ja, wir sind ja heute hier am Hockenheimring zum Fahrsicherheitstraining. Für uns ist es einfach sehr wichtig, dass unsere Fahrer die Sicherheit üben und auch was dazulernen. Es sind heute dabei Profis, es sind dabei unsere Azubis, die gerade die Ausbildung zu Ende machen. Und für uns ist es wichtig, dass die Fahrer auch auf einem wirklich professionellen Trainingsgelände Situationen üben können, die sie hoffentlich in der Praxis nie brauchen. Und das ist uns einfach wichtig, dass man lernt, mit dem Fahrzeug optimal umzugehen. Und hier haben wir die besten Bedingungen, die es gibt. Heute wollen wir im Bereich Fahrsicherheit ein bisschen was tun, wobei die Schwerpunkte heute bei dem Training sind zum einen das richtige Bremse, wobei wir bei den Bremsen mit der Untergründe spielen werden. Was wir halt wirklich erleben wollen oder was die Fahrer mitnehmen sollen, ist wirklich das Bremsen nach einer Gefahrsituation. Ne, auch da bei höheren Geschwindigkeiten oder halt auch, wenn die Fahrbahn dementsprechend schlecht ist. Beziehungsweise sie soll auch mal kennenlernen, wie sich ein Fahrzeug verhält, wenn wir zum Beispiel zu schnell eine Kurve reinfahren, das sogenannte Untersteuern oder Übersteuern, was man dagegen tun kann, um das Fahrzeug Sicherheit auf der Straße zu halten. So, jetzt machen wir die Anfahrt auf die glatte Fläche. Irgendwann wird ein Hindernis auftauchen, wir wissen allerdings nicht genau wann. Das ist das Schwierige in der Sache. Und da ist es schon und es ist rutschig und da sieht man mal wieder ganz genau, was es ausmacht, wenn man so ein Hindernis auf einmal begegnet. Slalomfahrer hat mir sehr gut gefallen, die Vollbremsungen haben mir sehr gut gefallen. Jetzt dieses Fahren auf dem Wasser, also quasi wie eine Eispritsche und trocken, also eine Seite glatt und die andere Seite trocken, was der Bus da macht. Wenn ich dann voll in die Bremse gehe, wo er hinzieht, wie ich ihn halten kann. Das ist natürlich fantastisch, wenn man mal richtig beigebracht kriegt, wie man in welcher Gefahrensituation richtig umgeht, wie man was richtig macht und wie man so einfach lernt, auch richtig zu reagieren, um einfach die Sicherheit unserer Fahrgäste zu erhöhen. So, ab da wird es gleich nass und glatt. Und wenn der Bus so ein bisschen beiseite zieht, muss man eben ein bisschen dagegen steuern. Gucken, dass er steht. Im Gegensatz zur echt glatten Fahrbahn ist am Ende ein Ruckeln dabei. Das wäre auf Schnee so nicht passiert. Wir sind Ausbildungsbetrieb und dürfen selber unsere Azubis, Berufskraftfahrer und Fachkraft im Fahrbetrieb ausbilden. Wir haben einen eigenen Fahrschulbus und einen eigenen Fahrlehrer natürlich. Und für unsere Fahrer ist es immer was Besonderes, auch mal auf so einem historischen Gelände wie hier am Hockenheimring, wo die Bedingungen sehr, sehr gut sind für ein Training, auch mal hier die Autos zu testen. Bei dieser Location da, wo wir hin auf dem Hockenheimring, ist es natürlich einzigartig. Welcher Unternehmer tut sich das schon an und gibt das Geld aus, um da am Hockenheimring entsprechend auch diese Sicherheitstrainings durchzuführen. Wir sind mit 7 Bussen heute da, extra von Ehingen hierher gefahren. Gestern schon eine Truppe und wir schulen unsere gesamte Fahrermannschaft hier unter den optimalen Bedingungen. Man kann die Technik üben, man lernt in der Theorie, welche Assistenzsysteme die modernen Busse bei uns haben und man lernt hier in der Praxis gleich entsprechend damit umzugehen und zu wissen, für was wohl auch der richtige Einsatz ist. Und was halt ganz toll ist, dass wir das alles mit dem eigenen Bus machen können, also mit dem Bus, wo wir sonst auffahren, finde ich ganz toll. Das ist ein sehr interessanter Tag, man lernt ein paar Sachen kennen, die man im Alltag möglichst nie erfahren muss, weil eine Notbremsung oder mit Gästen ist eigentlich was man nicht will, aber man sollte es eben mal trainieren, damit es nicht ganz unvorbereitet kommt, falls die Verkehrssituation es erfordert. Ich nehme heute aus dem Tag, dass ich mehr Wissen habe, dass ich sicherer fahre. Das Zusammenspiel von ABS, ASR und dann ESP bei glatten Straßen und welches Rad in welcher Kurve zuerst gebremst wird und dass man am Ende die Physik doch nicht austricksen kann. Ich bin schon immer gut zurechtgekommen mit meinem Bus. Aber ich denke, nach diesem Tag werden wir noch mehr eins. Das heißt, ich bin mir noch sicherer, weil ich genau weiß, was er jetzt macht, wenn ich eine Vollbremsung mache. Bei schönem Wetter kann jeder fahren und bei schlechten Verhältnissen ist es eben gut, wenn man die Sicherheit antrainiert hat. Finde ich toll, finde ich super.